Hey, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 3. Mir ist eigentlich der Part, den ich jetzt eigentlich an dieser Stelle hochladen sollte, der ist weg. Ich habe keine Ahnung wohin. Aber zum Glück fehlen nur, keine Ahnung, ich habe 3, 4, vielleicht 5 Minuten gespielt und dann ist das komplette Teil abgestürzt. Die Aufnahme war irgendwie überhaupt nicht zu gebrauchen, keine Ahnung, woran das gelegen hat. Aber jetzt geht's einfach Mr. mal Johnson muss nach all dem weiter. schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Okay. Perfekt. Gut. Super. Super. So, jetzt aber. Ah, das ist soll. Ach, jetzt. Ach so, okay, weil ich die nochmal gemacht habe, muss ich mir jetzt wieder eine aussuchen, weil die zu Ende ist. Okay, siehst du, dann können wir direkt die nächste nehmen. Zack. Geht das? Nicht? Hm? Doch, bist du doch eigentlich. Warum geht das nicht? Nein. Nein. Wie komme ich denn jetzt da rein? Tja, keine Ahnung. Fortsetzen. Nein, das ist so auch nicht richtig. Oder? Oder war das jetzt? Nein. Mein Gott, nochmal. So. Kann ich nicht. Okay. Nein, aber auch nicht. Ja, das kann doch jetzt gar nicht sein. Datenbank. Nein, auch falsch. Ja, super, super. Kann ich die vielleicht einfach wieder... Das kann doch nicht wahr sein. Boah. Ich würde die einfach gerne neu starten. Kann ich das irgendwie? Heute in der Boston Gazette. Oder? Ach, die ist neu gestartet. Na toll. Glaube ich. Irgendwie. Wo bin ich hier? Was mache ich? Was ist mit dem... Ein gewisser Samuel Adams, Steuereintreiber aus Boston. Okay. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, es dürfte eigentlich nichts fehlen. Wunderbar. Charles? Sir? Das war cool. Der gefällt mir. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden.
Kommt. Ich zeige euch wie. Okay. Nicht tödliche Waffen. Sollen wir seiner Familie schreiben? Was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen. Auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Aufgeblasener Knappe. Der Sattler Merseyside gibt bekannt, dass an diesem Freitag ein Ausverkauf aller Lagerbestände stattfindet. Ja, dann geh auch. Und kauft beste Qualität zu vergünstigten Preisen. Wenn ihr im Kauflaufen seid, dann wird ein skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will. Kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. So. Und hier ist das Spiel dann irgendwann jetzt gleich abgekackt. Ja. So, jetzt wollen wir erstmal hoch. Hoch hinaus, würde ich sagen. Geh doch weg, Mann. Da. Oh, warte. Weg da. Wo muss ich denn hin jetzt? Hier hoch? Nee. Da hoch. Okay. So, wie komme ich hier am besten hoch? Na, den direkten Weg, ist doch klar. Wo runter? Ich bin doch gar nicht oben. Lass mich bloß in Ruhe, du blöder Idiot. Immer müssen die nerven. Ich will nur ein bisschen klettern. So, noch ein Stück, noch ein Stück. Ein Stück geht noch, guck mal an. Ist ja der Wahnsinn. Alter Schwede. Dann höre ich mal zu. Mit ein bisschen Glück. Mag sein. Von denen, wo Benjamin ist. Von wen? Ich habe keine Ahnung. Wo muss ich eigentlich hin? Wo kann ich denn jetzt hier runterspringen? So. Ja, wohl. Ach da, glaub. Ist das ein Heuhaufen? Das sieht ganz so aus. Ich will mal hoffen, dass das einer ist. Ja, ist er. Okay, okay. Oh, oh, das... Lasst mich bloß alle in Ruhe, ja? Diese Gegend ist wirklich arg heruntergekommen. Allerdings. Man trifft nur noch Gelunk und Gesocks auf den Straßen. Gerade heute bin ich wieder welchen begegnet. Selbst ein Wildes, sondern auch den Abort. Der ist rau derzeit. Absolut. Nicht sicher, warum ein... Erzähl! Unten bei der Kirche. Ein paar Männer hetzten vorbei, als einer von ihnen plötzlich zu Boden fiel. Aufgeschlitzt. Ich überlegte noch, ob ich ihm Hilfe anbiete, aber so wie die dreinblickten, ließ ich es lieber. Sicher besser so. Das sind nicht die Leute, mit denen man sich anlegen will. Okay. So, wo ist er? Da hinten haben wir sie doch. Hier. Was willst du? Ich bot ihnen Hilfe an, doch sie schickten mich weg, sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben sie gesagt, was passiert ist? Nein.
nur dass es nichts Schlimmes sei und er bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als Sie zugaben. Wohin brachten Sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Fort. Dann sagt er zu Church, dass die Schuld so oder so beglichen werden würde. Ich beneide ihn nicht. Er hat harte Zeiten vor sich. Was glaubst du, planen Sie? Ich weiß nur, dass es nichts Gutes ist. Richtig. Bestimmt suchen Sie einen ruhigen Platz für Ihre Bluttat. Ich habe gehört, seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kreischen. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. Okay. Seht ihr, Charles? Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sean, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Wahrnehmung ist fundamental für den Bauch. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die Füße. So. Kommst du hinterher? Du brauchst ja ewig. Naja, ich gehe schon mal vor. Wo muss ich denn hin? Oh, ich muss mich erstmal ein wenig hier gewöhnen wieder. Den ganzen Rumgehopse. Oh, das ist... Nein, nein, nicht da hoch. Hier ist gar nichts. Lass mich bloß in Ruhe. Ja, genau. Vorsicht. Vorsicht. Das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihn vorbeischleichen. Was machst du da? Hört her! In der Kolonie Pennsylvania kam... Ja, lass mich in Ruhe. So, mal gucken. Wo wir jetzt eigentlich... So... Da müssen wir rein. Da müssen wir rein. Oh. Ja. Das tust du nicht. Komm zurück. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Ach, da hinten ist das toll. Da hätte ich auch außen rumgehen können. Oh. Hi. Das! Verdammt! Was hab... Oh mein Gott, nochmal! Ich öffne dir den Bauch! Oh mein Gott! Oh! Oh! Oh, verdammt nochmal! Das war so nicht geplant. Oh, oh! Verdammte Scheiße. Au. Mein Gott, nochmal. Oh mein Gott. Och, och, mein. Das klappt ja wunderbar. Super, wie das alles funktioniert. Nächster. Das tut mir alles sehr, sehr leid. Du brauchst ja ewig. Hast du gesehen, wie das geht? Idiot. Geh mir aus dem Weg. Haben die Geld dabei? Geh weg. Hä? Die sind weg. Bleib stehen. Okay. Tja. Alarm! Ein Eindringling! Ja, quatsch mich nicht voll. Da rein. Zugesperrt. Verdammte Hacke. Das war ein kleines Abenteuer. Schlüssel suchen.
Wartet hier. Unentdeckt, wird überbewertet. Mal niedermetzeln. Da bricht sich was. Schau dir das Gehäuse auf. Wo gehst du hin? Du brichst ja aber nichts mehr. Ja, das war ja wunderbar. So, jetzt muss ich, glaube ich, hier rein. Ja, geh. Eintauchen. Und, das ist ja top. Der hat den Schlüssel und ich komme nicht dran. So, warte. Gehst du da hoch? Danke. Warte. Warte. Stehlen. Hä? Ich will das hier. Kills, Mann. Ich muss weg hier. Warte. Oh, das tut mir leid. So, mal gucken, ob der den Schlüssel hat, oder? Natürlich hat er da. So. Jetzt wieder rein hier. Was hätten wir dann? Hätten wir. Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Jetzt geht's aber los. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Wow. Das war schon mal ein Piercing für die Nase. Ich werde aber mein Bestes tun, damit das nicht passiert. Nur ein kleiner Schnitt und keine Ohren mehr. Wie klingt das, Mr. Church? Ich würde mir ein dümmliches Geschwätz ersparen. Ein bisschen. Ja, zack. Das war doch fix gemacht, wa? Wer seid ihr? Nathan Kenway, zu euren Diensten. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Ja. Was geht denn hier ab? Seid ihr größenwahnsinnig? Ich wollte mich gerade verabschieden. Alter Schwede.
Das habt ihr ein Glück, dass ich keine Zeit mehr hab. Ich sehe da was. Wo ist sie? Oh, die schubsen mich nur wieder. Wo war denn? Da war doch gerade irgendwo. War doch hier. Ich bin doch nicht blöd. Hier war doch eine Seite. Wo ist sie? Wo ist sie? Na, ich hab keine Ahnung. Wie dem auch sei. Ich mache jetzt Feierabend. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part und quatschen nochmal ausführlich mit Benjamin. Also, macht's gut.